Vom Moment ihrer Geburt an ist die Tochter eines Mannes das Zentrum seines Universums. Du gibst ihr Liebe. Du unterstützt sie. Du siehst, wie sie zu einer selbstbewussten Frau heranwächst. Und dann eines Tages stehst du auf einmal ihrer großen Liebe gegenüber. Die abgewichsten Flemmings sind endlich da! Ja! Oh mein Gott. Scheiße, ja! Er sieht aus, als ob er viel Sport treibt. Steffi, bring sie nach oben! Bitte, bitte, bitte. Es hat sich rausgestellt, dass ihr Freund so ein Internetmilliardär ist. Ich bin so scheiße aufgeregt, dass ihr an den Feiertagen hier seid. Er ist erst 15, also vielleicht könntest du... Oh, Kacke. Ja. Du sagst nie Scheiße. Laird nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber er ist ein wirklich netter Kerl. Weißt du noch, als wir Sex im Whirlpool hatten? Steph hat sich geöffnet wie eine Blume. Das hättet ihr sehen sollen. Das hätte ich nicht, aber jetzt habe ich das Gefühl, als hätte ich es. Kein Vater wünscht sich für seine Tochter so einen Kerl. Mir ist gerade nach einer fetten Umarmung. Gute Nacht. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Oma, Oma, Oma. Ich fühle mich so normal. Ich habe eine kleine Überraschung. Tada! Ist das unsere Weihnachtskarte? Das seid ihr! Da steht fröhliche Feiertage und so. Da steht fröhliche Feiertage? Ja. Oh, fuck, ich wusste nicht, dass er auf fröhliche Feiertage dazu tätowiert. Das werde ich jetzt wohl nie mehr los. Ned, Weihnachten werde ich Steph fragen, ob sie mich heiratet. Und ich möchte gern deinen Segen haben. Ja? Nein. Gib mir ein paar Tage, dann habe ich dich überzeugt. Heiligabend wirst du Sohn zu mir sagen. Und ich werde Dad zu dir sagen. Ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke schon, Dad. Nein, ich denke nicht. Dad, ich denke schon. Hör auf. Was denn, Dad? Das, hör auf damit. Dad, wovon redest du bitte? Steph, du könntest jeden haben. Wieso Laird? Weil er mich wirklich glücklich macht. Dieser Kerl wickelt seine Tentakel um jedes Mitglied dieser Familie. Durch seinen Einfluss braucht deine Mutter jetzt Marihuana. Los, nimm ich. Wir möchten nicht, dass unsere Tochter so jemanden heiratet. Ich werde diesen Mistkerl fertig machen. Du verrätst Stephanie nichts von dem Antrag, oder? Ist das eine Drohne? Laird beobachtet uns. Was? Leg dich nicht mit mir an! Oh, Scheiße! Haben Sie eine Macke?